Ja, da sind wir. Das Kollektiv hat uns jetzt hier irgendwo am Highway abgesetzt. Und hier geht es jetzt zu diesem Wasserfall, zu dem wir wollen. Man läuft wohl noch ungefähr eine Viertelstunde und wenn wir zurück wollen, dann laufen wir wieder zu dieser Kreuzung da hinter mir. Und da warten wir dann aufs Kollektivo, winken es ran und fahren wieder zurück. Alles klar, wir sind angekommen. Ungefähr 10 Minuten später sind wir jetzt hier bei den Wasserfällen. So sehen sie aus. Ja, und jetzt müssen wir leider da reinsteigen und unter den Wasserfall schwimmen. Das ist leider nicht meine freie Entscheidung. Da ist so ein innerer Zwang, der mir sagt, tu es, also mache ich's. Zum Wasserfall hinschwimmen ist irgendwie nicht. Da ist so eine starke Strömung, da komme ich gar nicht rüber. Aber man kann dahin laufen und hinter den Wasserfall gehen. Das mache ich jetzt mal. So, zurück an selbiger Kreuzung. Jetzt stellen wir uns da vorne hin und warten darauf, dass ein Kollektivo anhält, um uns mitzunehmen. So, es ist schon spät. Hubert und Sonja haben vorgeschlagen, nochmal zusammen Abend zu essen. Und das machen wir, weil morgen gehen wir wieder getrennte Wege, so wie das fast jeden Tag hier ist. Morgens treffe ich Leute, abends verabschiede ich Leute. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man klarkommt. Ja, genau, wir suchen uns jetzt einfach ein Restaurant. Da gehen wir hin und essen was zusammen. So, jetzt sind wir auch wieder im Hostel, haben uns gerade noch ein Sixpack Bier gekauft für 75 Pesos und ja, sind zurückmarschiert, 5 Minuten aus der Stadt, ist direkt nebenan. Und genau, jetzt trinken wir gleich noch ein Bierchen und dann ist der Tag auch rum. Ja, guten Morgen Leute, der nächste Tag. Ich war heute schon in der Stadt nur zum Frühstücken und ich habe meine Wäsche abgegeben zum Waschen. Und gestern wurde mir der Flo ins Ohr gesetzt, dass es eine gute Idee wäre, nach Guatemala zu gehen. Jetzt weiß ich nicht genau, ich wollte eigentlich nach Oaxaca City als nächstes. Guatemala klingt auch gut. Die Wäsche brauche heute bis 3 Uhr nachmittags. In der Zwischenzeit kann ich mir das überlegen. Vielleicht bleibe ich noch eine Nacht in dem Hostel hier, weil gefällt mir eigentlich gut. Und dann könnte ich morgen früh direkt starten. Ich denke mal, ich gehe nach Guatemala. Ja, guten Morgen Leute, wir sind gerade unterwegs nach San Cristobal, hier mit dem Kollektivo und der gute Fahrer hat jetzt versucht, das Fahrzeug noch voll zu kriegen, hat er auch soeben geschafft und jetzt, glaube ich zumindest, und gleich geht es dann auch los. Er fährt schon, das heißt aber nichts, unterwegs können trotzdem noch zig Leute aufspringen, aber ich glaube, der Bus ist so gut wie voll. Jetzt waren wir ungefähr 1,5 Stunden. Es geht immer weiter unterwegs, werden Leute eingesammelt, Leute abgeworfen. Und im Wesentlichen ist hier alles Urwald. So, jetzt sind wir gerade durch eine Blockade durch. In der Mitte hier von der Blockade liegen Bretter mit Spikes auf der Straße, da kommt niemand durch.
So, jetzt bin ich in San Cristobal angekommen und aus der Reise mit einem Bus wurde dann zwei Kollektivos, ein Taxi und ein Kollektivo da vorne, mit diesem, ja, so eins, mit diesem angebauten Dach. War auch ein bisschen teurer als geplant, hat dann jetzt ungefähr 200 Pesos gekostet und nicht 150, aber na gut, hier macht mal was mit. Jetzt habe ich erstmal hier die Hauptstraße verlassen, da wird ja die ganze Zeit nur rumgeschrien. Ich glaube, die ganzen Kollektivos schreien so lange, bis die Kollektivos voll sind. Ja, ich gehe mal zu den... Also ich habe für heute keine Buchung gemacht, weil ich dachte mir, keine Ahnung, was wieder dazwischen kommt. Am Ende brauche ich es doch wieder nicht. Und gut, es gibt hier so viele Hostels, ich denke mal, das ist kein Problem. So, jetzt bin ich angekommen. Das Hostel, was ich mir eigentlich ausgesucht habe, ist mir zu weit, da gehe ich nicht hin. Ich hatte noch ein paar andere Hostels auf der Karte markiert, unter anderem das hier. Jetzt habe ich hier eingecheckt, kostet 80 Pesos pro Nacht. El Nagual Hostal heißt es. Und jetzt bin ich auch mit Sonja verabredet an der Kathedrale hier im Ort. Also jetzt genau, ich bin zu spät. Und ja, mal gucken, ob ich noch zeitig da ankomme und ob sie dann noch da ist. So, da sind wir. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier in der Nähe was zu essen bekommen. Langsam knurrt der Magen doch schon sehr laut. Um erstmal den Vorhunger zu besiegen, nehme ich ein Stück Kuchen. Bisher, ich lebe nicht gesund. Nach dem Vorhunger kommt der Haupthunger. Da muss dann was mit Substanz her. Wir laufen nur durch die Stadt und ich stelle gerade fest, es wird ja noch richtig kühl hier, fast schon kalt. Bin natürlich voll nicht drauf eingestellt, weil ich hier mein dünnstes T-Shirt dabei habe. So, für heute reicht es erstmal. Cheers. Cheers. Gute Nacht.